Ja, unsere süßen Hundis beschnüffeln und schmiegen sich hier fleißig an. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu den Rebels und ihrem neuen Heim. Ja, der gute Bob, der ist müde, der sucht sich jetzt erstmal sein Bettchen. Die Princess pieselt brav auf die Veranda, immerhin nicht im Haus. Und kann sich dann meinetwegen hier auch gerne irgendwo schlafen legen. Ich würde eigentlich fast lieber sagen hier, dann ist sie nicht so ganz alleine. Geh mal da schlafen, Prudence. Ich weiß jetzt nicht, ob du das schon ausgewählt hattest. Ja, Phil, was ist mit dir? Du kannst auch ins Bett verschwinden. Du musst morgen arbeiten, wenn ich mich nicht irre. Naja, mehr oder weniger morgen. Und ja, Prudence, du schläfst sehr gut. Leon, machst du dich... Warum, Leon? Warum in Gottes Namen bewegst du dich nicht hier zur Bücherei? Geh doch mal bitte Bücher kaufen. Warum machst du das nicht? Brauchst du eine Extra-Einladung oder was stimmt mit dir nicht? Dann versuchen wir es doch mal hier mit Lebensmittel einkaufen. Warum? Ich verstehe nicht, warum er das. Hä? Warum ist das. Warum muss er extra außen rumlaufen? Warum schafft er es nicht in die Bücherei? Das finde ich alles ein bisschen merkwürdig. So, gehst du jetzt dahin oder ist das Ding kaputt? Leon, ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Hä? Warum kannst du nicht in diesen verdammten Bücherladen? Wo sollen wir denn jetzt unsere Bücher herkriegen? Komm jetzt mal bitte hierher gelaufen. Wir gucken doch mal jetzt, wo der Fehler liegt. Warum du hier nicht herkommen kannst. So, du sollst jetzt hier mal bitte Bücher kaufen gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt, du hast einen Besen über dem Kopf und danach hat sich die Sache für dich erledigt. Und was ist hier mit Lebensmittel einkaufen? Können wir hier auch Rezepte einkaufen? Ich befürchte ja fast nicht. Aber hier gehst du wenigstens schon mal rein. Ich weiß nicht, warum du hier nicht reingehst. Ist ja merkwürdig. Ja, aber Rezepte kann ich hier trotzdem nicht kaufen. Ich kann zwar Moskitospray kaufen und irgendwelche Blumen und Feuerwerkskörper, aber keine Rezepte. Ich kann lediglich gucken, was meine Rezepte brauchen. Beziehungsweise gleich ganze Mahlzeiten kaufen. Das kann ich am Kühlschrank auch. Ja, also bringt uns das nicht weiter. Versuch doch bitte nochmal hier in den Bücherladen zu gehen. Ja, das ist doch jetzt hier nicht dein Ernst. Nee, komm, pass auf, das müssen wir ändern. Wir gehen jetzt einfach mal in den Stadtbearbeiten-Modus, weil das nervt mich gerade schon ein bisschen, ne? Das kann ja mal irgendwie nicht sein. So, wir warten. Ich will jetzt, wo soll ich meine Bücher herkriegen? Das kann ja irgendwie nicht sein. Hier, komm, bauen, kaufen und dann ändern wir das Grundstück mal hier irgendwie und ich hoffe, dass sich das dann dadurch klärt. Was haben wir hier denn noch für Bücherläden? Wo ist denn der andere Twinbrook-Laden? Bist du das? Nee, das ist alles hier aus. Hier die Teile sind das. Nee, das ist Inselparadies. Du bist einer, aber du bist nicht das, was wir brauchen. Ach je, wo sind denn die ganzen Bücherläden? Was bist du? Du bist der Supermarkt. Hä, bin ich jetzt zu so blöd, das zu finden? Also ich befürchte ja fast, ja. So, das ist das Lecker-Knabber-Café. Wo ist denn dieser blöde Laden? Ich meine, ich würde jetzt auch einen anderen nehmen, so ist nicht, aber ich muss ja jetzt irgendwie mal was finden, was wenigstens einem Bücherladen ähnelt. Geschäftsgebäude der Produktionsfirma Schlag mich tot. Ja, das interessiert mich jetzt aber auch eher wenig. Ich möchte einfach nur so einen ganz normalen Bücherladen haben. Ist hier einer bei? Hier ist dieser Kramerladen. Aber den Kramerladen wollen wir ja auch nicht wirklich. Oder wo ist denn dieses ganz normale Büchereigebäude vom ersten Teil? Das ist doch das hier. Nee, das ist der Supermarkt. Ah, ich werde noch verrückt. Wo ist es? Ich finde es nicht. Also entweder bin ich wirklich zu blöd oder ich bin einfach zu blind. Jedenfalls fängt meine Diagnose mit B an. Das kann ich euch schon mal sichern. Ich finde auch nicht mal das Hauptgebäude. Glaubt ihr das? Ich finde es einfach nicht. Ich bin gerade so ein richtiger Blindfisch. Das kann doch nicht sein. Hallo? Hä? Ich finde hier kein Gebäude, was das ist. Das ist das Bistro. Ah, die Buchhandlung, ich hab sie. So, die ist auch noch genauso groß und stellen wir einfach die hier mit hin. Das ist anscheinend nur eine abgewandelte Form von der ganzen Geschichte. So. Und dann stellen wir das Ding jetzt hier hinter. Müsste ja eigentlich passen. Jetzt ist dieser Container da hinten im Weg. Oh, stellen wir mal den Container weg. Gut, und jetzt bitte stell dich hier hin. So, das passt da jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Wahrscheinlich wegen der Bank hier. Nur die irgendwie noch ein bisschen anders rein platzieren. Ich probiere es einfach mal irgendwie aus. So, das passt da noch so hin. Und hier kann ich mal die Töpfe so ein bisschen süß platzieren. Das braucht eh kein Mensch.
gut und daneben kommt noch der tolle Mülleimer und jetzt habt mal alle eure Ruhe hier. Ich will jetzt endlich Bücher kaufen gehen, das kann ja nicht sein. Hier zu spät zurückkehren, ja, fortfahren bitte. Oh, meine Güte. So, warum zum Teufel sind wir jetzt hier? Achso, weil wir die Stadt bearbeitet haben. Okay, mein Fehler. Entschuldige, Leo. So, jetzt will ich aber bitte hier, dass du hier Bücher kaufen gehst. Komm gefälligst hierher und kauf Bücher. Okay, Leute, er bewegt sich schon mal. Das ist doch schon mal echt gut. Es ist schon mal ein Fortschritt und wir können damit was anfangen. So, Leon ist da, Leon tritt ein und Leon geht durch die Tür. Komm schon, Leon, woo! Yay, Leon hat's geschafft. Wir sind endlich im Bücherladen und können neue Rezepte kaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon was gelernt hatten. Ich kaufe jetzt einfach mal die ersten hier, je nachdem, ob wir das brauchen oder nicht. Fisch und Chips, scharfsaure Suppe, Kekse, Fruchtparfait und Banane, Blarkeks. Okay, Banane ist ein bisschen teuer, das nehmen wir mal lieber raus. So, das ist das Rote hier, ne? So, ja, dann haben wir 625 für Rezepte ausgegeben und können damit uns ganz glücklich schätzen, glaube ich. So, jetzt kannst du aber auch nach Hause gehen, Leon. Ich hoffe, wir haben das jetzt noch nicht gelernt, weil sonst schicke ich dich gleich wieder die Sachen verkaufen. Nee, also Fisch und Chips und so haben wir noch nicht gelernt. Haben wir hier schon was von gelernt? Pizza, Omelette, Chili con Carne? Nein, haben wir nicht. Also haben wir, glaube ich, ganz gut gekauft. Sehr schön, dann können wir auch gleich mal mit nach Hause gehen. Gott sei Dank ist das hier kein Stress mit den Bücherläden. Also warum das nicht funktioniert, das würde mich ja auch nochmal echt interessieren. So, aber das Haus, warum ist denn hier eigentlich alles voll Wasser? Warum ist da überall Wasser? Hat da Bob sich erleichtert oder... Man weiß es nicht. Gut, Phil schläft schon seelenruhig, genau wie alle anderen auch. Bob sage ich schon, Leon war jetzt wirklich der Einzige, der noch irgendwie unterwegs war. Ja, du kannst mal duschen gehen, mein Lieber, wenn du wach wirst. Und Prudence wird auch bald wach, da musst du sie sowieso noch rauslassen. Und Bob und Princess, die amüsieren sich jetzt sowieso gerade. Na, Leon, dann komm einfach mal hier hochspaziert die Treppen und dann, Bob, wirst du gerade wach geworden, weil Leon nach Hause kommt? Ja, Sim begrüßt, ne? Du bist ja süß. So, wo ist denn Leon jetzt? So, kommt er nicht hoch hier schlafen? Habe ich das nicht eingestellt? Ich bin ja ein Idiot. So, hier, schlafen gehen. Du fällst ja fast um, Mensch. So, 19 Fahrzeuge wurden entfernt und eine Stereoanlage wurde ausgeschalten. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt unsere Stereoanlage, die sie ausgeschalten haben? Weil ich höre gar nichts mehr. Aber vielleicht war ich einfach zu weit rausgezoomt. So, durch 10 Zimmer gekrochen und jetzt endlich ins Bett. Na, supi. Tüpt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 
So, dann machen wir das doch einfach mal mit ihr kuscheln. Wetterprüfen ist auch eine Idee, aber es ist Herbst. Wie viel soll da noch kommen? Also ich persönlich freue mich ja schon auf den Herbst, weil es fängt jetzt schon so langsam an. Die Blätter, der Geruch, das ist alles schon so total herbstlich. Da freue ich mich echt wirklich riesig drauf. Ich liebe den Herbst, das ist meine Lieblingsjahreszeit. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt in der Regel und es regnet viel und ich liebe ja Regen, jedenfalls wenn ich drin bin. Und da ist Halloween. Ich liebe Halloween. Nichts ist besser als Halloween. Das ist mein absoluter Lieblings-, in Anführungsstrichen, Feiertag. Ja, total cool. Also wenn ihr mich mal irgendwie verkleidet seht, das ist normal. Ich mag's. So, dann kuscheln wir hier mal. Und zwar so. So, Prudence, hast du dann jetzt alles hier in dich hineingeschlungen? Sehr gut. So, kuscheln. Was war das hier? Plaudern. Nee, kitzeln. Okay, dann Wunsch erfüllen bitte fürs Kuscheln. So, dann können wir die Kleine auch noch kitzeln und ihr die Windel wechseln und dann können wir ihr gerne nochmal das aufs Töpfchen gehen beibringen. Yay! So, wir sind so toll mit dir, Phil. Wir sind so unglaublich super. So, dann gehen wir hier nochmal kurz rein und raus und sind drin. Sehr gut. Ja, Phil, geh mal ein bisschen beiseite, sonst sehen wir doch den ganzen Spaß hier gar nicht, wenn du ihr alles beibringen möchtest. Das Zimmer ist auch süß, ne? Oh, ich hätte auch mal so ein Prinzessinnenzimmer gewollt. Von hier die Bäume finde ich so hübsch. Ich finde die richtig, richtig hübsch. Ja. Oh, ja, ich freue mich auch gerade, Phil. Das Lied ist so toll. So, meine kleine Prudence, du brauchst deine halbe Ewigkeit hier und gelernt hast es trotzdem noch nicht. Unglaublich. So, aber dir geht es soweit gut, Prudence. Dann kannst du hier ein bisschen weiter auf deinem Xylophon rumklimpern. Und dein Papa kann mal hier endlich das Ding auslernen und sich danach auf die Toilette begeben. Und Leon, warum bist du schon wach? Geh mal wieder schlafen. Hat dich einer der Tiere geweckt oder was? Nee, höchstens Princess, ne? Aber Princess holt sich jetzt ein Spielzeug. Hol dir ein Spielzeug, Princess. Gut, Phil bringt das weg. Dann können wir hier auch mal, oh, das Lied ist so toll. Es ist so toll. Ich find's super. So, aber wir schnappen uns jetzt hier mal lieber was zu essen. Nein, doch nicht da, sondern hier. Wo war denn der Kühlschrank? Ich habe vergessen, wo der Kühlschrank stand. Jetzt muss ich erstmal hier dran gewöhnen. Stand der hier links? Ja, hier stand der. Na klar. Ach Gott. So, nee, frittierter Speck, obwohl zum Frühstück passt es schon. Komm, erstmal ein bisschen frittierten Speck. Kannst ein paar Kalorien vertragen. Und dann, nochmal auf die Toilette und dann müssen wir uns mal irgendwas mit der... Ah ja, verreisen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal verreisen, Leute. Ich habe auch wieder Lust zu verreisen. Aber irgendwie nicht nach Frankreich. Ich will nach China oder so, weil es echt cool ist. Und so, dann kannst du hier mal den Napf füllen und dich dann mal um Sally kümmern. Und um... Wie hieß unser Nagetier nochmal? Pupsi, genau. Dann kannst du dich noch um Pupsi kümmern. Das braucht auch noch ganz viel Zuneigung. Warum können wir das hier alles nicht machen? Pupsi freilassen? Achso, wegen schmutziger Objekte. Das ist natürlich klar, weil Phil sich ekelt, kann er nichts mehr mit Pupsi machen. Dann hättest du die nicht Pupsi nennen dürfen. Jetzt nur darfst du ihn gleich nach dem ersten Tag sauber machen. Herzlichen Glückwunsch. Ach nee, so, okay, du kümmerst dich darum. Bob schläft immer noch. Und Princess hat jetzt so ein bisschen ihre Zerstörungswut auslassen können. Dann hol dir mal was aus dem Napf, meine Liebe. Und ja, wir lassen es erstmal dabei. So, Leon, du schläfst aus. Das heißt, wenn du fertig bist, kannst du nochmal irgendwas zu essen machen. Und ich will irgendwas Frittiertes nochmal machen. Oh, ein Corn Dog wäre auch cool. So, Schokoriegel. Alter, wir können Schokoriegel frittieren. Wie geil ist das denn? Frittiertes Hähnchen, Truthahnkeule, frittierter Fisch. Und wir müssen dafür nicht mal was bezahlen, ne? Oh, das Ding ist ja geil. Frittierter Burrito, Fisch, Käsestangen. Also entweder machen wir so ein Schokoriegel, ein Corn Dog oder ein Hähnchen. Schokoriegel ist ein bisschen dreist, ne? Komm, wir machen mal so ein Hähnchen zum Mittag. Oh, einen frittierten Schokoriegel, Alter. Wer kommt denn so auf so eine Idee? Das können doch nur die Amerikaner oder die Engländer oder sowas sein, oder? Ich habe das irgendwo schon mal gesehen, dass es das gibt. Ich glaube, das waren auch irgendwelche von denen, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls mag ich frittiertes Zeug nicht so. Das stehe ich eigentlich persönlich gar nicht drauf, aber es klingt halt immer echt lecker. Weil ich immer gleich an Pommes denke. Genau, Pommes mag ich frittiert. Die mag ich frittiert. Oder auch so ein Nuggets und sowas. Aber halt keine Schokoriegel. Ich meine, der hat so schon genug Kalorien und das Ganze dann noch zu frittieren, ist ein bisschen waghalsig, würde ich sagen. So, Müll rausbringen. Gute Idee.
Ja, gut, das haben wir geklärt, das auch. Und du chillst hier sowieso rum. Gut, Sally geht es gut. Wir könnten Sally sprechen beibringen, das wäre auch lustig. Aber erstmal sollten wir ein paar Leute kennenlernen, finde ich. Haben wir schon irgendwelche Kollegen, die hier markiert sind? Nee, gar nicht. Aber wir könnten ja mal im Salon vorbeischauen, ne? Das könnten wir auf jeden Fall mal tun, weil wir müssen ja heute noch nicht arbeiten. Und hier ist der Salon von Twinbrook oder was? Haben wir hier irgendwie noch einen anderen Salon? Hatte ich hier schon mal was bearbeitet? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich hier was gemacht? Kuckuck. Nee, ich glaube, ich hatte hier nichts bearbeitet. Das sieht alles sehr unbearbeitet von mir aus. Oder habe ich doch was gemacht? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, das ist auch so alles verwinkelt hier. Das ist, also Twinbrook ist wirklich riesig, finde ich. Das ist alles so verteilt überall. Da muss man erstmal sich zurechtfinden, wie hier was alles irgendwie so ist. Ja, aber hier in Twinbrook mit einem Hausboot rumzupaddeln, geht leider nicht, da das ja alles Seecharakter hat und nicht mehr. Und in Starlight Shores, was ich noch zur Auswahl hatte, kann man das auch nicht wirklich machen. Das ist genauso blöd, weil da nur eine Seite mit Meer ist und von links nach rechts zu schippern ist irgendwie nicht so wahnsinnig intelligent. Deswegen habe ich mich letztendlich auch nochmal für das Haus entschieden, für wen es interessiert. Aber es gibt echt nur diesen Salon hier. Na, dann schauen wir uns den doch mal an, wie toll der geworden ist. Weil ich bevorzuge ja wirklich meinen umgebauten Salon, weil der wirklich alles so hat, wie ich es brauche. Da ist die Toilette auf einer Etage. Ganz wichtig ist, es ist alles auf einer Etage, nicht wie hier, wo alles drei Etagen hat und doch keine davon genutzt wird. Aber nun gut, so. Ja, aber hier ist auch eigentlich alles ganz gut strukturiert hier, ne? Hier sind Toiletten und so. Und hier sind auch ein paar Leute. Wir können uns ja mit ein paar Leuten anfreunden. Hier freundschaftlich begrüßen. Es ist wichtig, dass wir soziale Kontakte knüpfen, Phil. Das muss auch sein. Ja, euch geht's allen gut, außer Bob, aber der kümmert sich ja gleich um sich selbst. Und Leon, der hat noch ein bisschen Zeit. Dann können wir halt wirklich mit Phil mal hierher gucken und schauen, wen wir hier so alles kennenlernen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich mache jetzt an der Stelle Schluss. Hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und bis dann.